Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir haben 12.20 Uhr, habe meinen Kaffee am Start und ich habe heute Bock auf eine richtig nice Reaction. Herzlich willkommen auf meinem Zweitkanal, auf Fieser Dinkel. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich habe heute nämlich wieder etwas Nices für euch vorbereitet und zwar den Spieler aus Deutschland mit den besten Stats. Beste KD weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall am meisten Wins, unfassbar viele Kills, eine extrem heftige KD. Das werden wir uns gleich alles anschauen. Es handelt sich um Schux, kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch, streamt auch täglich auf Twitch. Ich glaube immer ab 10 Uhr. Link ist dazu zu ihm natürlich auch in der Videobeschreibung. Wir werden uns zwei Videos von ihm anschauen. Er hat leider keine ungeschnittenen Videos. Da muss ich auch nochmal ganz persönliches Appell an ihn richten. Mach deine Videos nicht runtergeschnitten. Ich glaube wirklich mittlerweile die meisten, ich schreibe das auch mal gerne in die Kommentare, feiern es, wenn wirklich gute Games dabei sind, wenn die komplett anzuschauen sind. Denn so geschnittenen Videos, da geht die Watchtime dann erstens runter und ich merke das auch bei meinen Videos, gerade jetzt auf dem Zweitkanal, so längere Videos, wo man wirklich Zeit hat, sich alles genau anzugucken, kommen am besten an und jetzt an dich, Schux, ist auch besser für den YouTube-Algorithmus tatsächlich, wenn die Videos etwas länger sind. Aber das ist nur meine Empfehlung, muss man natürlich nicht machen. Aber ich bin da auf euer Feedback in den Kommentaren gespannt, ob ihr es auch nicer findet, wenn die Videos länger sind von den Leuten oder ob ihr so runtergeschnittenes Video, wo man nur Kill an Kill sieht, ob ihr das nicer findet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mich über eine positive Wertung und ein Abonnement freuen, wenn euch das unterhalten hat, wenn euch das vielleicht auch weitergebracht hat, was ich hier euch so zeige. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Stats. Wir haben hier eine unfassbare, wo sind meine Kopfhörer eigentlich hier? Wir haben hier eine, also es ist wirklich heftig, was wir hier haben. Er ist nicht umsonst auf Platz 1 der Stats in Deutschland. Schux Norris, könnt ihr auch selber nachschauen. Hier ist der Battle.net-Name von ihm. Einfach bei Warzone Stats eingeben und dann seid ihr da ready to go. Eine 5,75er KD. Ich habe eine 2,19er KD, das ist wirklich komplett geistgestört. Also eine 5,75er KD zu haben, ist wirklich richtig krank. Und dann noch die letzten 100 Games hat er auch eine 5er KD. Ja, es gibt ja manche Leute, die haben eine richtig krasse hohe KD, aber grundsätzlich eine viel niedrigere in den letzten Spielen, haben aber einfach so eine riesige Playtime, dass sich die KD nicht großartig ändert. So ist bei ihm anders. 5,02er KD die letzten 100 Spiele, 75%ige Gulag Win Rate. Ich glaube, bei ihm ist das sogar relativ schlecht. Er hat meistens über 80 auf jeden Fall. Und eine 23%ige Headshot-Quote. Sehr, sehr krass, ja. Kills pro Games hatte hier überall den Legend-Status. 1961 Wins. 1961 ist geistgestört. Also er wird jetzt die nächste Woche wahrscheinlich dann die 2000 Wins erreichen. Richtig, richtig krank. Ist natürlich absolut süchtiger Mensch. Komplett am Grinden. Gerade ein bisschen fängt er an, ein bisschen Splitgate zu zocken, weil die Hacker einfach, weil das einfach zu schlimm wird und man ein bisschen Abwechslung braucht. Aber er gilt auf jeden Fall als einer der besten Spieler und von den Stats her der Beste in Deutschland. Und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen was von ihm an. Also das ist halt wirklich komplett geistesgestört, was ihr hier seht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von den Stats haltet und was ihr auf jeden Fall auch zu seinen Runden sagt. Wir haben als erstes hier meine beste Solo-Runde, Warzone Schux. Schux ist tatsächlich einer, der auch relativ viel Solo spielt. Zumindest immer am Anfang seines Streams. Wenn ich aber auch jede Runde gefühlt gewinnen würde mit 20, 25 Kills, hätte ich auch immer Lust, Solos zu spielen. Spielt immer relativ viel Solos. Und er hat jetzt in dem World Series of Warzone Turnier tatsächlich den fünften Platz belegt. Hat er richtig Cash mitgenommen. Das war, glaube ich, seine erste richtig krasse Platzierung in einem Turnier. Also er kann auch in einem Turnier abliefern. Er hat mit zwei Engländern, glaube ich, gespielt. Ja, da hat er dann, also kann auch wunderbar dann Englisch sprechen, alles kein Problem. Meine Reaction zu dem Turnier ist in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das nochmal reinziehen wollt. Sehr sympathischer Dude, sehr unterhaltsame Streams, sehr ehrgeizig vor allem, sehr selbstkritisch und vor allem ein großer Fan von Snipern in Warzone. Let's go! Landet, by the way, glaube ich, solo landet er wirklich jede Runde Hospital. Ausnahmslos. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Landing-Spot ist. Schon wieder Dorian. Na, Stream-Sniper. Kappa. Oh. 80er. Na, muss einmal ganz kurz gucken. Vom 2.8.
Boah, war da die X58 schon genervt? Wir werden es gleich in seinem Loadout sehen, glaube ich. Ah, sehr gut. Ja, wusste, wie man den Controller hält, der Bruder. Clean. Sehr clean. Ja. Das ist halt smart gespielt, ne? Erstmal gebaitet, weil er weiß, also wenn er jetzt hier rausgerannt wäre, ohne Ende, weiß er nicht genau, wo der Gegner steht. Der könnte hier direkt stehen, der könnte ein bisschen weiter da stehen, der könnte da, ich glaube, da steht so eine Klimaanlage oder so, könnte da im Headglitch stehen. Deswegen hat er ihn erstmal gebaitet, gewartet, dass er nachladen muss, weil er seine Shots vergeben hat und dann rausgepusht. Sehr gut. Ah, MAC-10, alright. Ja, das sind diese Slides, ne? Das sind immer wieder diese Slides, von denen ich rede. Wenn man so an dem Gegner vorbeislidet, dann ist es total schwierig, ihn für euch zu treffen. Das macht er hier genauso wie Jhun immer. Das ist so, das machen eigentlich alle gute Spieler. Stark. Dark Matter natürlich auch. Ah. Der trifft ja wirklich gar nichts, der Kollege. Also, der Gegner. Was ist das für ein Gunfight, Digga? Was sehe ich hier? Bro. Wait. Das ist ein scheiß Gunfight. 9 Kills schon early. Trophy. Da war einer drin, ne? Lol. Ja, auch mit dem Wurfmesser unterwegs. Oh, Johnny. Wait, aber warum ist das C4 überhaupt explodiert? Hat er das so früh gezündet, dass das Trophy das noch nicht, boah, das weiß ich gerade gar nicht. Da müsstet ihr mir in den Kommentaren helfen. Wenn das C4 schon auf dem Boden liegt und man trotz Trophy-System da drüber fährt, kann das dann trotzdem explodieren und das Auto zerstören? Also zerstört das Trophy-System nur Sachen, die in der Luft fliegen quasi, so wie eine Granate, die geflogen kommt, ein C4, was geflogen kommt. Aber eine Mine zerstört ja ein Trophy, glaube ich, auch nicht, wenn man da drüber fährt mit dem Auto, oder? Oh, Johnny. Warum hast du das getan? Oh, Johnny. Na, der Gegner hat ja gar keine Chance. Oh. Oh nein, der Arme. Schux kenne ich übrigens auch schon richtig lange. Es ist richtig krass, was er für ein absoluter Grinder ist. Ja? Er hat auch schon professionell Call of Duty gespielt. Bei, wie hießen die ja nochmal? Wie hießen das Team nochmal, für das er gespielt hat? Da hat er so, also so 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 schon in den Call of Duties gezockt. Professionell ist dementsprechend schon krass. Apex Legends hat er am Anfang relativ krass gegrindet. Fortnite haben wir damals auch schon zusammen gespielt, da war er auch gut. Also er ist eigentlich in jedem Spiel ist er krass. Ah, oh, das war unlucky, wie er da runter geht, wie er da down geht. Und ich freue mich, dass er seit Wars und jetzt so richtig Erfolg hat endlich und das richtig krass Fulltime machen kann. Boah, was ein stressiger Gunfight. Wichtig, ja, ja, wirklich wichtig. Lol. Hä, ist er dumm? Was war das für ein Gegner? Oh, mega lol. Der Bogen, by the way, so stark, ne? 2 Shots auf den LKW, der ist down. Spielt auch alarmiert übrigens. Kann ich nur jedem empfehlen. Jetzt sniped er den. Und auf Wiedersehen, komm. Komm. Boah, 16 Kills schon. 360, oh. Geil. Sehr geil. Oh. Kleiner Schnittfehler, das hatten wir schon. Aber passiert. Oder habe ich auf zurück. Nee, war ein Schnittfehler, okay. Aber, also, falls du das Video hier sehen wolltest, das ist genau das so. Wenn man die ganze Runde hochlädt, dann kann man auch als Zuschauer noch viel mehr Mehrwert mitnehmen, weil man halt viel mehr so die Entscheidung checkt, die man, also die ein guter Spieler so trifft.
wo er jetzt hingeht, wann er was macht, ob er jetzt einen Bounty nimmt oder doch eher in die Zone geht, ob er sich eine Drohne holt oder keine Ahnung was. Deswegen, ungeschnittene Runden sind schon echt richtig, richtig big. Bei guten Spielern. Bei mir ist das natürlich was anderes. Ist drauf? Boah, ja, der wird ja so gelasert. Ah, aua, aua, aua. Ah, nein, der Arme. Was war denn das? Ah, da ist noch einer. Alarmiert, hat gezündet. Rein ins Gulag, oh nein. Nein, nein, nein. Nein. Er hat einen Warlacker Typ. Oh. Meinst du? Oh, er war schon, ja, Level 49 ist schon, also schon eine komische Bewegung. Er ist die ganze Zeit mit dem Fahnenkreuz ziemlich auf ihm drauf. Ja, da, die ganze Zeit. Er hat einen Wall-Hacker-Typ. Kann schon gut sein. Ja, erstmal die 1911er mitgenommen. Boah, er hat die perfekte Stun geschmissen. Easy. Kann auch Glück gewesen sein, man weiß es nicht. LOL. Ich glaube, ich muss sagen, da kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Ihr seht das gerade nicht, meine Facecam verdeckt das, aber hier unten Schux ist auch ein Clown-Regiment und das ist wohl so ein Über-Tryharder-Regiment. Also wenn ihr da drin, wenn jemanden eliminiert, der Clown im Clan-Tech hat und das auch gelb, also nicht so geschrieben, sondern dass er wirklich in dem Regiment ist, dann habt ihr wirklich einen richtig kranken Spieler ausgeschaltet. Wir haben by the way auch ein Regiment und zwar das Fieser-Dinkel-Regiment. Link dazu ist in der Videobeschreibung, könnt auf den Discord kommen und dann euch da anmelden. Das ist so einfach nur so ein Community-Ding. Wenn ihr da drin seid, dann seid ihr nur cool, aber nicht krass. Gelöscht. Stark. Guck mal, das war wieder der, ne? Stunts. Wie viele Kills hat er jetzt schon? Ich hab's nicht gesehen. 26. Holy shit. Nein. Nein, das kannst du nicht machen. Ach, Norman. Schade. Nein, jetzt hat das geklappt, oder? Klappt das? Nee, ne. C4. Nervensammo. Nervensammo. Bro! Was sehe ich hier? Hallo? Digga, hallo? Was ist denn da gerade passiert, Bro? Hallo? Was war denn das jetzt für ein Effekt? Ja, okay, chill. Ich mute das wegen der Copyright-Musik. Okay. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber hat wieder eine Helmbombe bekommen und jetzt wird's spannend. 28 Kills, 9 Leute noch alive, 8 Gegner, Prison Snipe wieder einer. Hat jemals auf Prison einer nicht gesniped? Schön. Kontakt. 29 Kills, Alter. Einmal 29 Kills machen. Bin mir auch ziemlich sicher, dass es keine VPN-Lobby ist. Oder steht das da irgendwo? Normalerweise steht das dann immer dabei. Push hier mit der Silence.
Stun raus. Ah, das Finale. Und auf Wiedersehen. Bo, 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 bo. Siegeszigarette. Oder Zigarre. Stark. Clean 30 Kills. Clean 30 Kills. Stark. Ay, Dios mio. Ay, Dios mio, Digga. Kurzer Einblick zu meinem Herzschlag. Warte. 30 Kills in der Solo-Runde ist schon geistgestört, ne? Also in der Solo-Runde ist es schon heftig. Okay, reicht. Ich hoffe, die Leute beleidigen jetzt nicht. Is anyone to do my outro to, for YouTube? Or nah? Anyone? Just a quick outro. Nothing? Alright. Have a great day, boys. Okay, auf jeden Fall sehr nice zum Ansehen. Sehr, sehr krass. Und jetzt haben wir halt noch die alte neue Meta 10 Minuten Video. Schauen wir mal, was er hier so abgerissen hat. Ja, direkt wieder den Heli gegessen, wie so ein Vollgeek, Alter. Ekelhaft. Ah, ein Buyback. Hast du schon gehauen, da Vincent. Oh, ich bin fast so eins. Ah, ich dachte, er macht noch mehr. Deine Drohne noch worth it? Ein Buyback haben wir uns auch den Kill-Rekord, oder nicht den Kill-Rekord, aber so eine krasse Runde von Kaiser, glaube ich, angeschaut. Yeah. Ah, komm, vor dem Team. Und vielleicht einmal Platten. Ja, yeah. Ah, Platten brauche ich auch, ich bin nackig. Links. Ab. War noch was? Digga, was ist das für eine scheiß Musik? Oh. Schnell, schnell, muten. Boah, Digga, so viele Leute. Ja, easy. Kurz Scheinwischer aber noch gemacht. Oben alle tot. Ich hab okay. Ich hab neue Altimeter deswegen, weil das zu dem Zeitpunkt war die C58 schon komplett genervt, glaube ich. Schön. Schön. Bei Shipwreck, einer da. Beide genockt, beide genockt. Unter dir doch, unter dir! Spielt hier auch Herzschlagsensor. In Buyback ist halt Herzschlagsensor richtig big, weil halt fast keiner Geist hat, ne? Weil die halt immer wieder kommen. Guck mal, wie sie da landen, habt ihr es gesehen? Da ist noch einer oben drauf, da ist noch einer oben drauf. Der Rest. Schade. Junge, war doch nicht so geil, der Landespot. Ja, der war echt Tricks. Digga, er gibt so viele Hitmarker. Immer noch zwei am Dach, am Zickzack. So eine nervige Scheiße mit den Gegnern. Ja, easy. 6 Kills, 100 Leute live. Schön. Bounty auch getroffen. Schuck ist auch so ein kleiner Clown, deswegen ist er auch im richtigen Regiment. Regiment, Regiment. Nice, nice, nice. Oh, so leckeres Movement, ehrlich. Ich hab einen von oben. Ich bin down unter. Er ist ausgestiegen, Franzo. Ist genockt. Also mit der genervten C58 auf die Range, das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Also da muss man wirklich seinen Hut ziehen. Schau's nochmal an. Sehr stark. Die kleiner Nerd-Talk, die C58 ist auch wirklich nur noch krass, wenn ihr wirklich Headshots connectet. Und das hat er gerade gemacht. Wenn ihr keine Headshots hittet und nur die Brust oder den Magen oder die Beine damit Shots connectet, ist sie schlechter als die Krieg, ist sie schlechter als die Pharaoh, ist sie schlechter als die QBZ und so weiter und so fort. Deswegen sie ist nur noch krass, wenn man Headshots connectet. Und deswegen ist es für einen wie Manu halt noch eine richtig gute Waffe. Vielleicht und wieder, ich weiß nicht, ich glaube im Turnier hat er auch die QBZ gespielt, weil er halt die Headshots, weil er das halt hinkriegt. Ne? High Risk, High Reward. Hier links gerade gelandet, Friends. Hm? What the fuck? Oh, nein! Oh! Alles daneben geschossen, weißt du dann? Oh, wie ein geistgestörter Mensch ist er auf ihn zugekommen, holy shit. Ja, da seht ihr es, ne? Mit den Headshots. So, Feierabend. Jetzt ganz einfach. Nächst getroffen. Nimm mich mal bitte mit. Vincent, sonst bin ich komplett am Sack. Ist nicht ein einziger. Dead Silence. Ja, keine Chance. Oh, nice.
Ich sag's euch immer wieder, ne? Aber ich will es halt trotzdem immer wieder erklären, damit halt wieder wirklich die Leute das auch checken und vielleicht so auch ihre Stats verbessern können. Also wie er weiß, dass unten einer hochkommt. Er hat ihn wahrscheinlich gehört. Ich hab's jetzt gerade wegen der Musik nicht unbedingt gehört. Aber er weiß sofort, dass einer hochkommen wird. Und deswegen slidet er die Treppe runter, weil das halt einfach ein Move ist, bei dem erstens die Gegner davon, also das rechnen die Gegner nicht, damit rechnen die Gegner nicht. Und dadurch bist du halt ein super schwieriges Ziel. Natürlich muss man, wenn man runterslidet, immer ein bisschen aufpassen, weil man da das Fadenkreuz nicht das Crosshair nicht kontrollieren kann. Das werdet ihr merken, wenn ihr es dann einmal ausprobiert. Aber das war genau die richtige Entscheidung, die er in der Sekunde getroffen hat. So geil gemacht. Der Gegner hatte keine Chance. Ich glaube, zwei Platten hat er nur connected. Nee, an der Stelle. Eine Luft geholt. Na, der Arme. Nein. Die sind in der Luft. Sicher? Sehr geil. Aber rechts kommen noch welche. Rechts kommen noch welche rein. 15 Kills. Bin gespannt, wie viele Kills er macht, diese Runde. Nice Movement. Links auf dem Field. Ja. Der ist knockert. Und links. Der andere pusht mich, der andere ist am Boah, guck mal, wie er auf den Kopf geaimt hat, so stark. Jo, bin ich nicht hier. Da ist noch einer, Ja. I see. Er ist hier vor mir. L ist oben am Berg. Ja. Ja, jetzt halt Feierabend, ne? Auf Wiedersehen. Immer noch da oben drauf. Schnell gefinisht? Ja, warte. Immer noch? Oben auf dem Dach? Ja? Er hat wirklich, er aimt absichtlich auf den Kopf, auf den Nacken. Ne, ihr habt's gesehen. Er hat nicht irgendwie auf den Rücken geaimt oder so, sondern er hat absichtlich auf den Kopf gezielt. Ihr seht es hier. Oben auf dem Dach? Da. Ja, und das ist halt, das macht halt den Unterschied. Die Leute spielen, wenn sie, erstens wissen die, was die Stärken der Waffen sind, wenn sie damit zocken, und sie setzen das dann auch um. Alle tot? Bei Pedro? Ist auf dem Dach? Nee, ich bin auf dem Dach. Da hinten TV oder so, ne? Mhm. Hier oben drauf? Auch da wieder. Oben drauf tot? Ja. Sehr geil. Ich komme auch hoch. Hey, hier Scheibe kaputt. Oh mein Gott. Stun. Nicht gehittet? Ah, hat den Frankie, okay. Du Sau. Mit dem RPG. Hey, hinter mir, oh. Hinter mir. Ich weiß nicht, wo ich hingucke. 20 Kills schon, oh mein Gott. Am Arsch. Oh. Boah, gut, dass er ihn noch bekommen hat. Ist von Hotel. Ja. Da sind noch mehr. Und beim Truck. Hey. Das links hoch, oder? Du kannst gehen, ich lenk ab vom Haus. Ich hab deinen Finish und einer ist da noch. Und das Geil, ist cool. Ich weiß nicht, wo. Jetzt noch links. Ja, war gerade hier. Ja, easy. Auf Wiedersehen. Keine Chance. Aber der ist Hotel snipt immer noch. Die schauen alle runter auf mich. Die haben Drohne. Ja, die wissen, dass ich komme. Oh mein Gott! Ich hab 15 Plätze. Oh! Nein! Da ist sie dann halt die Hitmarker-Maschine, ne? Da ist sie dann die Hitmarker-Maschine. Hishaka-Maschine. Irgendwo da gedownt, den ich looten kann. Und tschüss. Nee. Boah, da war der Headshot-Schaden. Ist auf der Seite, glaube ich, Bro, außen. Oh mein Gott. Ich hab nice. Runtergejumpt. Ja, die sehr geil. Hier, von dem Team gepusht, glaub ich. Ja, bei mir im Treppenhaus. Und jetzt! Eins! Hier ist einer! Oh, no. Er hat zugeschrien. Nein! Er ist runtergefallen! Geil! War da noch einer? Schön. Ja, und das sind dann halt, das ist halt geil ein Buyback, ne? Nein, oh, das sind wieder vier. Da brauchst du nicht mehr landen. Da brauchst du nicht mehr landen. So sauer. Boah, geil. Die haben an. Warte mal, was hat er gerade gesagt? Die haben an. Also du hast es angehört. 27 Kills. Und man bekommt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, man bekommt einfach Bock zu zocken, wenn man sowas sieht, oder? Ich muss jetzt hier lernen, Digga, Dienstag scheiß Makroökonomie-Klausur. Und ich habe ja schon richtig Bock, einfach den Stream zu machen und zu zocken. Gut, im Umkehrschluss kriegt man dann nur auf die Schnauze, wenn man dann selber reingeht, aber... Das ist ein anderes Thema. Ja, die machen alle ganz komische Geräusche, Bro. Ja, einfach nur...
der ist bei mir, ich hab ihn gleich, warte. Ups. Wo weiß er, dass ich ihn... Full drauf. Dein Voll? Oh, hinterm Stein. 28 Kills, aber schon krank. Links hinterm Stein, hinterm LKW. Das ist der letzte. Nice. Hier am Berg. Das ist eine Kugel, Franzi. Ja, ich geh von links. Nice. Das ist eine Zone. Können wir euch jetzt mal hier verpissen, dass ich hier meinen, aber meinen Lauf bin hier. Nicht so tief! Ich bin gesandt, ja. Ja, ich hab den. Alles Stunt gewesen, Digga. Der hat mir die so in den Kopf geworfen wieder, ne? Wo waren die nur zu zweit? Da, ganz oben, ganz nee, da oben. Panzer! Erst mal so, Schucks kann auch manchmal richtig austicken. Das mag ich, das ist super lustig. Was ist mit ihm hier los? Oh mein Gott. 32 Kills, krank. Chillen, der Bruder. Die Karre. Panzer, ey, sie hätten Panzer nicht gezogen! Nicht so tief, Rüdiger. Wenn er einmal anfängt, kann ich schon aufhören. Rüdiger, da unten, Shepard! Police, Gegner. Da ist Explosion gewesen, Scheiben. Oh Mann. Scheibengleister, was machst du hier, Rüdiger? Ganz oben. F an der Stelle, Bruder. Der hat keine Plays. Boah, wurde der gebeamt, Digga, hör mal auf. Prezi. Auf euch. Please. Lass mich rein. Oh. Ups. Ich kotze im Strahl. Ich wurde von irgendwo gefinished. Ja, von oben. Oh, Sniper. Ja, das ist das. Jetzt mal ganz kurz nochmal ernsthaft gelabert. Das ist die C58 nach dem Nerf. Ne? Das ist halt. Hey, bei mir. Das ist halt krank. Wenn du nur die Brust triffst, guck dich das an. Wasserpistole. Bringt gar nichts. Der Sniper ist One-Shot. Enemy dropping. Und. Der droppt hier. Eine ist One-Shot. Digga, da geht's wirklich, Alter. Hey Rico, was geht, Rico? Da ist noch einer im reingesaust. Ja, hier oben. Digga, Rebuy ist doch einfach nice. Oder Buyback, nicht Rebuy, Buyback. Einer ist knockert. Ach du Franz, die Laser. Ja. Wenn er zu gute Laune hat, Alter. Ja, vor die Digga, er macht nur Hitmarker da. Memo. Ui. Da waren dann wieder Headshots dabei, ja. Nice. 34 Kills. Schade, hätte sogar noch mal deutlich mehr werden können, ne? Einer noch hinterm Haus bei dir. Ich glaube, wenn er da am Anfang beim Haus, wo er die ganze Zeit außen rumgelaufen ist, wäre er da geblieben, hätte er noch mal krass viel mehr Kills gemacht. Er hatte hier jetzt 32 bei 21 live und da sind da 1000 Leute gelandet. Und jetzt hatte er 33 bei 17 die live. Okay, der Unterschied ist nicht so heftig. Also 3-4 Kills hätte der noch safe machen können, da. Einer noch hinterm Haus bei dir. Franzen. Oh, ey, hallo? Boah, der Bunny Hop. Boah, schade. Nein. Nein! Er könnte wieder kaufen. Ja, die sind genau auf dem Danger Pink, alle drei. Die gehen jetzt alle drei runter, die sind alle drei. Wo kam das denn her? Der Klippe, hier. Genau bei Grün, alle drei. Nice. Sehr stark, GG's. Let's go, GG's in den Chat auf jeden Fall. Kurzen Moment, Franz. Ich musste auch ehrlich nochmal ganz kurz Shoutouts da lassen. Also erstmal, ich mag Schux auf jeden Fall, außer dass er halt so übertriebener Lokalpatriot mit Köln ist. Ah, nein, Spaß. Aber ich muss auch ehrlich sagen, was mich richtig nicht positiv überrascht hat oder so, sondern was ich richtig nice bei ihm fand, war, dass er auch die Waffen, also wenn so neue Waffen geupdatet sind und sich da Sachen geändert haben oder so, schwimmt er auch gerne mal gegen den Strom und setzt er wirklich sehr mit auseinander. Ich weiß noch einmal, da habe ich immer so ein bisschen eher drauf geachtet, was J-God sagt, ne, der die Stats immer so testet und immer geguckt, was so seine Meinung zu den Waffen ist. Und irgendwann, ich weiß jetzt nicht, ob Schux das auch irgendwo anders gehört hat oder so, auf jeden Fall weiß ich, dass ich immer die SMGs auch mit einem Lauf gespielt habe, wegen Bullet Velocity, weil das Wichtigste war irgendwie immer Bullet Velocity. Und ich glaube, es war sogar bei der FFR, ich bin mir nicht ganz sicher, zu der Zeit, als die noch so krass war. Und da hat Schuxmann irgendwann gesagt, ja, ein Lauf ist schön und gut, aber der bringt dir ja nichts bei einer Waffe, die du nur auf Close Range spielst. Und dann kannst du halt den Aufsatz, den du da dann weglässt, auf eine Mobility, für einen Mobility-Aufsatz benutzen.
Und das war damals noch relativ neu. Ich weiß auch, dass da noch Stylus und Floyd und ich weiß nicht, ob es bei Felix unbedingt so war, aber ich weiß noch, dass die alle dann noch mit einem Lauf gespielt haben, obwohl der halt, ne, wie gesagt, ja wirklich nichts bringt. Und mittlerweile ist es halt schon so, ist es halt so relativ normal, dass man jetzt die SMGs nicht, außer man spielt sie als Sniper-Support, nicht mit einem Lauf spielt. Und das verbinde ich immer mit ihm und deswegen, also wenn ihr auch mal Klassen-Tipps brauchen wollt, könnt ihr auch mal bei Schux vorbeischauen, der freut sich immer, wenn im Chat geschrieben wird, was ist Meta? Da bekommt ihr immer eine super Antwort auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Wertung und ein Abo da, wenn es so ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video morgen um 16 Uhr. Macht's gut. Ciao, ciao.